Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Ja, für das erste Heimspiel im Jahr 2022 begrüßt der VfB den gleichen Gegner wie für das erste Heimspiel im Jahr 2021, nämlich RB Leipzig. Sebastian, hast du Hoffnung, dass der VfB diesmal mehr Punkte zu Hause gegen Leipzig holt als im vergangenen Jahr oder eigentlich seit immer? Ehrlicherweise nicht. Man muss ja leider so sagen, der VfB hat noch nie gegen Leipzig gewonnen. In der Vereinsgeschichte, Leipzig kommt jetzt irgendwie unter Tedesco, ist noch unstet, aber kommt so langsam in Fahrt, glaube ich jedenfalls. Und ich glaube, uns könnte es ähnlich ergehen wie Mainz jetzt am letzten Spieltag. Andererseits ist Leipzig ja in der Auswärtstabelle 16., 17., also richtig schlecht, aber keine Zuschauer. Also insofern, ich glaube, der Faktor ist dann auch nicht ganz so entscheidend. Jetzt muss ich erstmal eine technische Frage stellen. Also die Rasenbilder können wir nicht einblenden. Ich versuch's nochmal, weil... Sebastian versucht jetzt nochmal, also für alle, die den Podcast hören, kann ich euch sagen, wir haben hier ein Schnittprogramm, das nennt sich OBS. Problem an diesem Programm ist, dass sowohl Sebastian wie auch ich dieses Programm noch nie bedient haben und wirklich per Fernwartung vom Juli darüber informiert werden, wie man hier verschiedene Schnitte durchzieht. Und wenn ich das richtig sehe, ist der Sebastian jetzt kurz davor, unseren YouTube-Zuschauern den neuen Rasen im Neckarstadion zeigen zu können. Sebastian, es sieht gut aus, oder? Genau, und auch eben konnte man schon Bilder sehen, aber während ihr die Bilder gesehen habt, habt ihr uns nicht mehr gehört und ich glaube, jetzt hat könnte es Bild... Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es geht. Sebastian hat es geschafft, einfach fantastisch, wie du das machst. Und das lobe ich halt mir an so einem Kameraden wie dich. Ja, im Gegensatz zum VfB Stuttgart bist du dann sofort da, wenn es drauf ankommt, du löst die Probleme und das gefällt mir ganz gut. Das ist der neue Rasen. Genau, ich bin der von dir angesprochene Typ, der halt irgendwie 10-mal den Fehler macht und das 11. Mal dann den gleichen Fehler nochmal macht. Nee, dann klappt's. Ja. Also kann jetzt sein, dass ihr euch halt den Rest des Streams halt den Rasen vom VfB angucken müsst. Achso, das Videobild hast du jetzt wieder mal gucken, ob ich's abgeschossen. Okay, wir schauen uns erstmal den Rasen an, aber ich kann euch schon mal sagen, für alle, die bei YouTube zuschauen, es gibt nachher noch tolle Bilder von RB Leipzig-Spieler. Die kannst du ja auf jeden Fall einblenden. Ja, das ist klar. Super. Also, Sebastian repariert den Stream. Ich erzähle euch was über Leipzig und möchte erstmal etwas zu den Kräfteverhältnissen zwischen Leipzig und dem VfB Stuttgart sagen. Denn wenn der VfB nicht das zu leisten imstande ist, was man eigentlich kann, spielt man gegen den Abstieg. Wenn Leipzig eine Krisensaison spielt, sage ich jetzt mal, dann hat man nach 18 Spieltagen 5 Punkte Rückstand auf Platz 4. Ich finde, das beschreibt die Kräfteverhältnisse ganz gut, Sebastian, oder? Auf jeden Fall. Ich mache den Rasen wieder aus. Du machst den Rasen wieder aus. Und? Okay. Wir haben ein neues Bild im Stream. Ja, aber nicht das, was ich wollte. Ich bleib da. Und was auch lustig ist, Sebastian ist nie... Achso, der spricht ja auch nicht mehr ins Mikrofon. Also es ist Wahnsinn, dieser Podcast. Unglaublich. Unterstützt STR, es lohnt sich. Ja, das sind wir wieder. Mit Bild und Ton. Ah, es ist toll. Okay, also in Ex-Stuttgarter habe ich geschrieben, verleiht Leipzig mehr Stabilität. Seit dem 9.12. trainiert Domenico Tedesco die Leipziger. Unter ihm gab es 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und er ist natürlich ein alter Bekannter hier in Stuttgart. Immerhin 7 Jahre Jugendtrainer beim VfB, zuletzt bei Spartak Moskau, sehr erfolgreich gewesen. Bei Schalke eine gute Saison gespielt, eine Katastrophensaison, wobei man sagen kann, ja, es hatte vielleicht dann auch viel mit der Mannschaft, mit dem Kader, mit dem Umfeld zu tun, weniger mit dem Trainer. Gute Leistung als Coach in Aue gezeigt. Für mich persönlich wirklich ein hochinteressanter Trainer. Ich mag auch seine Art, das mag nicht jeder. Ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch immer total daran interessiert, was er mit seinen Mannschaften macht. Das führt jetzt dazu, Sebastian, dass ich mir in den letzten Wochen vor Weihnachten alle Spiele von RB Leipzig angeschaut habe, freiwillig. Oha. Weil ich einfach daran interessiert war, was macht Tedesco mit der Mannschaft. Ja, aber er ist schon ein spannender Trainer, denn ich erinnere mich, ich habe ihn zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als er in Aue Trainer war und der VfB da und mit Hannes Wolf dort gespielt hat. Ne? Ja. Und wenn man dann überlegt, was er dann von Aue aus für eine Trainerkarriere genommen hat, ist das schon tatsächlich relativ beeindruckend. Ja, kann man absolut so sagen. Weil Vizemeister mit Schalke, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. Richtig. Und ich meine, mit Schalke. Das heißt schon was. Nee, ist wirklich so. Also das war echt eine gute Leistung, die er da gezeigt hat. Natürlich auch teuer erkauft, muss man sagen. Das fiel den Schalkern dann auf die Füße. Aber wir wollen uns nicht um Schalke kümmern, sondern vielmehr um Leipzig. Und da haben wir noch einen alten Bekannten im Trainerstab, nämlich Andi Hinkel. Der steht an der Seite von Domenico Tedesco. Zumindest wieder, muss man sagen. Also jetzt in Moskau war er mit dabei, zuvor dann auch schon beim VfB. Jetzt muss ich überlegen, wann das war. Ich meine zur U16-Zeit
müsste das gewesen sein, dass Tedesco und Hinkel zusammengearbeitet haben, sich da dann natürlich auch kennengelernt haben und vermutlich hat sich dann irgendwann Domenico Tedesco erinnert. Nee, bei der zweiten Mannschaft war es, glaube ich, auch schon so. Ich glaube, auch bei der zweiten Mannschaft war er dann schon Co-Trainer unter Tedesco. Kann das sein oder bin ich da komplett fehl am Platz? Tedesco war mal Interimstrainer bei der zweiten Mannschaft, oder? Ich weiß es nicht. Okay, also wir können das jetzt nicht recherchieren, aber es müsste eigentlich so sein, wie ich sage. Auf was wir eigentlich zu sprechen kommen wollten oder was ich jetzt erzählen möchte, ist, dass Tedesco Raba stabilisieren konnte. Es gab ein paar Ausnahmen, zum Beispiel das letzte Hinrundenspiel zu Hause gegen Bielefeld. Das wirst du vielleicht mitverfolgt haben. So ein bisschen, ja. Ja, da hast du vielleicht gesehen, dass die Leipziger immer noch ihre Schwächen haben, die man auch gut nutzen kann, wenn man das konsequent tut. Ich fand, Bielefeld hat ein tolles Spiel gemacht, hat genauso gespielt gegen Leipzig, wie man das machen muss. Wie genau, werden wir gleich noch erzählen. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, als Tedesco als neuer Trainer dann vorgestellt wurde in Leipzig, war seine erste Amtshandlung, dass er sich in die Kabine gesetzt hat, jeden Spieler einzeln reingebeten hat und dann gefragt hat, auf welcher Position möchtest du gern spielen? Und dann hat er sich einfach die Meinungen der Spieler angehört und hat das praktisch mit einbezogen in die Ausarbeitung einer Spielidee für Raba. Und dann kam eben das heraus, was jetzt aktuell unter Tedesco gespielt wird. Beziehungsweise man muss sagen, bei Tedesco ist es so, du kriegst als Spieler nicht gleich die volle Dröhnung, sondern er fährt sozusagen langsam den Pegel hoch. Ja, weil sonst überfordert dich das dann auch als Spieler. Jetzt am Montag war Willi Orban zu Gast bei Kicker Meets The Zone, der dann auch erzählt, ja, ich gebe zu, bei den ersten Besprechungen haben wir uns schon mal fragend angeschaut, was jetzt der Begriff bedeutet, was er jetzt hier von uns will. Also er fordert dich da schon nochmal heraus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ich dachte mir, jetzt gucken wir erstmal auf die Stärken und Schwächen der Leipziger und dann erzähle ich ein bisschen was über die Spielidee von Tedesco. Also Stärken ganz klar, hohe individuelle Qualität, gutes, schnelles Passspiel, gute Dribblings, gute Freistöße und Ecken. Die haben bereits 7 Tore nach Standards erzielt, plus nochmal 5 Elfmeter-Tore. Also kriegen da regelmäßig mal einen zugesprochen. Liegt natürlich auch daran, dass sie unglaublich viel Tempo haben, gute Dribbler haben, in den Strafraum gehen. Viele TBDs, würde man sagen, hier in Stuttgart. Ja, sie erspielen sich hinter Bayern München die meisten Chancen in der Bundesliga, nämlich 124. Nur mal als Vergleich, der VfB hat sich bislang 79 erspielt. Also auch da Kräfteverhältnisse und so. Und was ich besonders interessant finde, sie sind immer wieder gefährlich über ihre Halbposition. Also Ablagen aus dem Zentrum von Kampel und Gvardiol. Und dann gibt es den Ball zum Beispiel auf Nkunku oder Szoboszlai, die dann mit Tempo, Dribbling oder mit Pass weiterspielen auf Silva oder auf Paulsen. Also die kriegen da so viel Dynamik, so viel Tempo in die Aktion, dass du wirklich dann oft nur noch faulen kannst oder sie halt gewähren lässt, dann treffen sie oder schießen daneben. Aber es ist echt brutal schwer, das dann zu verteidigen. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und da werden wir nachher dann auch noch was von mir zu erfahren. Thema Auswärtsschwäche hast du schon thematisiert. Können wir vielleicht nochmal vertiefen. Also auswärts ist Leipzig noch sieglos. 4 Niederlagen, 4 Unentschieden. Und auswärts haben sie auch erst 5 Treffer erzielt. Also das ist ja wirklich besonders wenig, wenn man sich überlegt, VfB kommt auf 6 erzielte Treffer. Bei Leipzig muss man sagen, sie haben auch nur 10 kassiert, der VfB hat 13 kassiert, nur um das alles mal so ein bisschen in Relation zu setzen, aber die Auswärtsbilanz liest sich schon sehr, sehr übel, das ist definitiv so. Leipzig lässt zu viele Torchancen zu, gleichzeitig lassen sie zu viele liegen, also Chancenverwertung liegt bei 27,4%, was für eine Top-Mannschaft zu wenig ist. Ist jetzt kein extrem schlechter Wert, ist glaube ich so Bundesliga-Mittelmaß, aber es ist eigentlich zu wenig, um dann wirklich ganz oben dabei zu sein, sieht man jetzt aktuell. Es fehlen ein paar Punkte auf die Champions League-Plätze. Und was auch auffällig ist, es gibt immer wieder eher ungewöhnliche individuelle Fehler. Das war unter Marsch noch deutlicher zu beobachten. Jetzt unter Tedesco wird das ein bisschen besser. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen bekommt. Thema wie beim VfB. Die Mannschaft war verunsichert, nichts klappt. Die kriegen regelmäßig auf den Sack. Es gab so Freakspiele wie gegen Manchester, da kämpfst du dich immer wieder ran und kriegst dann trotzdem wieder eins übergebraten. Das macht natürlich was mit dir. Und das war unter Marsch definitiv schlimmer, als es jetzt noch unter Tedesco der Fall ist. Und gegen den Ball sind sie im Zentrum zu offen. Also sie sind anfällig für Steckpässe, weil da die Abstände nicht immer stimmen. Obwohl sie gutes Personal haben. Simakan, Gvardiol, Orban, die machen das eigentlich gut, aber manchmal stimmt es einfach nicht so richtig. Ich glaube, auch Bielefeld hat so zumindest ein Tor erzielen können. Wer ist der beste Torschütze der Bielefelder? Der Japaner, der auch gegen den VfB getroffen hat? Okugawa. Ja, der hat, glaube ich, davon profitiert. Also so kannst du sie knacken.
ganz allgemein zu der Art und Weise, wie Tedesco spielen lässt. Es ist klassischer Positionsfußball, hohe Ballkontrolle, sehr dominant, vor allem dann im Zentrum an sich. Und unter Tedesco spielt Leipzig geduldiger als noch unter Jesse Marsch. Also nicht so sehr Raba-Überfall-Fußball, sondern man lässt sich mehr Zeit, man stellt sich den Gegner und du darfst dich da nicht einlullen lassen. Die wollen dich in Bewegung versetzen. Das ist praktisch die Idee von Domenico Tedesco. Der lässt dich erstmal anlaufen, der guckt, wie reagierst du auf das, was du ihn anbietest, und er möchte dich einfach mal in Bewegung setzen. Und dann nutze das durch Schnelligkeit aus, deine Bewegungen. Und umso kompakter du bist, umso mehr hat er natürlich dann Möglichkeiten über Verlagerungen und dann manchmal auch natürlich über Vertikalität, wenn praktisch die Reihen insgesamt enger zusammenrücken, relativ schnell große Räume zu öffnen. Auch hier wieder sehr interessant, das mit zu verfolgen. Und da ist natürlich jetzt wieder das Geisterspiel mein bester Freund, weil dann hörst du auch gleichzeitig, was Tedesco außen coacht. Übrigens noch eine Mega-Szene jetzt gegen Mainz. Die Leipziger kriegen ja diesen Elfmeter nach dem Handspiel von Dieter Thomas Hack. Und Leipzig erzielt das Tor und Tedesco guckt gar nicht hin. Also jetzt nicht so, wie man es sonst kennt. Ja, ja. Man hält sich nicht die Hände vor das Gesicht, sondern guckt einfach nicht hin, sondern erklärt seinen Bankspielern, wie man jetzt taktisch diverse Sachen verändern muss, weil natürlich sich auch durch die rote Karte dann nochmal das komplette Spiel verändert hat. Also das ist halt typisch Tedesco. Sehr, sehr interessant für mich. Ich habe gerade eben schon gesagt, Tedesco setzt auf Kontrolle, Stabilität und eine grundsolide Restverteidigung. Man geht also ein bisschen weg von der Raba-Schule. Also es wird nicht mehr so unkontrolliert umgeschalten, also nicht mehr so viel Chaos, nicht mehr so viel, es ist nicht mehr so wild, sage ich jetzt mal, sondern alles präzise. Ich habe mir hier notiert, chirurgisch präzise. Soweit sind sie noch nicht, aber das ist die Idee von Tedesco. Und wenn das mal wirklich funktioniert, die Spieler haben sie, die das umsetzen können, dann wird es fast unmöglich, die zu schlagen, wie es halt so im Fußball ist. Natürlich wird es diese Fälle geben, aber es ist halt echt eine Mannschaft, die eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität hat und eigentlich auch das spielen können müsste, was Tedesco vorhat. Ein paar Spieler fehlen noch, um es perfekt hinzubekommen. Ein Sabitzer wäre zum Beispiel so ein Kandidat, der würde Tedesco, glaube ich, ganz gut tun. Gegen den Ball spielt Raba deutlich kompakter als unter Jesse Marsch. Auch das war eine Änderung von Tedesco. Und ich persönlich finde Leipzig am stärksten, wenn sie im 3-4-2-1 spielen. So lässt Tedesco aktuell auch spielen. Er variiert manchmal. Manchmal spielt er mit zwei Stürmern, mit einem Zehner. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass du halt zwei offensive Zehner oder zwei Zehner hast und davor dann noch die Spitze als Wandspieler. Silva ist er natürlich prädestiniert für, aber auch in Pausen kann das hervorragend spielen. Die Wingbacks sind eigentlich Außenstürmer, muss man sagen, haben wenig Aufgabe nach hinten, machen sie aber auch, wenn es sein muss. Aber in der Regel sind das wirklich eigentlich Außenstürmer. Die Achter sind dann eher Zehner, hängende Spitzen, je nachdem, was der Gegner so anbietet. Und wenn du halt Leimer und Kampel dann beobachtest im Zentrum, die laufen da die Räume zu, die pressen, das ist wirklich bärenstark, wenn es eben dann auch perfekt umgesetzt wird, muss man dazu sagen. Jetzt dachte ich mir, schauen wir mal, wie Leipzig so spielen lässt. Eine genaue Aufstellung hier zu tippen ist natürlich schwer, weil du hast auch bei Leipzig einige Corona-Fälle. Man muss aber jetzt dazu sagen, Dani Olmo, Benjamin Henrichs, Solomon Bonner, die konnten sich jetzt am Dienstag respektive am Montag freitesten, sollten also Kandidaten zumindest für den Kader sein. Nordi Mukiele muss noch in Isolation bleiben. Könnte sein, dass sich dann morgen am Mittwoch was tut. Forsberg, Leimer, Halstenberg sind verletzt, fallen aus. Und Haidara und Moriba sind beim Afrika-Cup, sind also auch keine Optionen. Ich glaube, dass Leipzig auf eine Dreierkette setzen wird, wie sie es eigentlich immer tun. Orban, Gvardiol, Simakan. Interessant ist natürlich, Gvardiol mit 19 Jahren ist da der Leader im Zentrum. Also das ist schon eine wichtige Aufgabe, die ihm da zuteil wird. Auf der linken Seite ist Angelinho eigentlich gesetzt. Der hat einen schwächeren Start gehabt, hat sich zuletzt unter Tedesco wieder gefangen, macht einen guten Eindruck. Rechts gibt es unterschiedliche Optionen. Henrichs zeigte Ende der Hinrunde eine etwas bessere Leistung. Es gab Ausnahmen, Handspiel gegen Augsburg und so. Ist noch nicht da, wo er vielleicht mal zu besten Zeiten war, um es mal so auszudrücken. Fiel aber jetzt auch aufgrund einer Corona-Infektion aus. Deswegen glaube ich nicht, dass er starten wird. Mukiele, habe ich ja gerade gesagt, ist eigentlich keine Option. Gegen Mainz begann Klostermann auf rechts. Ich gehe davon aus, dass er auch am Samstag auf der rechten Seite spielen wird. Dann die Doppelsechs, eigentlich Leimer und Kampel. Die bilden wirklich so eine Schaltzentrale. Leimer fällt zurzeit aber ebenfalls aufgrund von einer Corona-Infektion aus. Beziehungsweise auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, sich frei zu testen. Könnte also
Spielen gegen Mainz hat Tyler Adams Leimer ersetzt, hat es auch gut gemacht. Und ihr könnt mir auch hier gut vorstellen, dass Adams und Campbell die Doppel-Sechs bilden und ja, dass später dann nochmal gewechselt wird. Vielleicht ist Leimer bis dahin dann auch schon wieder eine Option. Muss man mal abwarten. Offensiv hast du natürlich mit Leipzig die Qual der Wahl. Tedesco kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Silva traf jetzt unter Tedesco in 4 von 4 Spielen. Also das ist einfach unglaublich. Ja, und unter Marsch halt, glaube ich, nur 3-mal Katastrophe. Vorher, ne? Also wurde er gar nicht so eingesetzt, wie er es halt aus Frankfurt gewohnt war. Und das hat er wahrscheinlich auch gesagt, wo spielst du? Und er hat gesagt, ja, in der Mitte und ich will die Bälle haben. Klappt, also. Das ist echt eben, genau, die Qualität, die du jetzt siehst unter Tedesco. Der hat eine Möglichkeit gefunden, Silva besser einzubinden ins Spiel. Und ja, er zahlt es ihm zurück mit 4 Toren in 4 Spielen, also das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Der sollte gesetzt sein und ich rechne dann mit der Doppelzehn Szoboszlai und Nkunku. Auf beide werden wir gleich noch zu sprechen kommen, kann ich schon mal sagen. Ja, also wenn du jetzt so schaust, um nochmal auf Silva zu sprechen zu kommen, auf André Silva, der macht halt so ein Stück weit jetzt für Tedesco den Kalajdzic, kannst du sagen. Also das heißt, der hält die Bälle, der verteilt die Bälle, der beläuft die gegnerische Verteidigung konsequent an. Es ist einfach eine starke Entwicklung zu sehen bei ihm und das führe ich schon auf diesen Trainerwechsel zurück. Also das ist echt brutal, wie Silva darunter oder unter dem Wechsel oder von dem Wechsel profitiert hat. Im Tor für mich einer der Top 3 Bundesliga-Torhüter, Peter Gulaschi. Ja, super unauffällig, aber also wenn Bombe. Er macht einen Fehler pro Jahr oder so, wenn es hochkommt. Ja. Und das ist natürlich schon wirklich ein sehr, sehr starker Rückhalt. Absolut. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir so viel Gutes über Leipzig gesagt. Jetzt sagst du mir, warum der VfB trotzdem mindestens einen Punkt holt. Ja, erstmal, weil man muss. Und dann, ja, du musst sie halt früh stellen. Also am besten schon, wenn die Innenverteidiger den Ball haben, so hat es auch Mainz versucht. Und solange Mainz in Vollzahl war, hat es auch gut funktioniert, fand ich. Also Mainz hat das wirklich gut gemacht. Die Frage ist halt, ob du das über 90 Minuten durchhältst. Es wird halt schwer, wenn du wirklich immer wieder anlaufen musst und wirklich früh pressen musst. Du musst halt aufpassen, weil anschließend ist das Passtempo fast zu hoch und auch die Genauigkeit so gut, um noch irgendwas unterbinden zu können. Das heißt, wenn du sie versuchst, früh zu stellen, sie überspielen dich dann, dann wird es echt schwierig. Also dann haben die einfach das Tempo, den Platz, dann musst du fast mit einem Foul kommen oder brauchst halt hinten 4 Mafropanusse eigentlich, die alles weggrätschen und das wird nicht der Fall sein. Das heißt, ich glaube nicht, dass Materazzo wirklich auf dieses frühe Pressing 90 Minuten lang setzen wird. Ich glaube eher, dass Materazzo irgendwie so ein Zwischending wählt, dass dann vielleicht ein Führig ab und zu mal presst zusammen mit Sascha Kalajdzic oder dann eben wieder der Förster sich mit einschalten darf. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wer dann aus unserer Sicht von Beginn an ran darf. Aber ich glaube nicht, dass man gegen Leipzig wirklich Dauerpressing sehen wird, der Stücke da auf die letzte Kette. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, geht die erste Kette vertikal auf den Ballführenden, muss die Reihe dahinter einfach die Kompaktheit immer ein Stück weit aufgeben. Weil das ist das, was ich meine mit, sie locken dich als Gegner. Sie versuchen halt erstmal herauszufinden, was machst du, wie bewegst du dich. Und wenn du dann drauf schiebst und du stehst praktisch zu kompakt, dann nutzen sie die Räume, die dann auf der Ballfernseite sich bieten, aus mit super Verlagerungsbällen bzw. Diagonalbällen, spielen ihr Tempo aus. Also du kannst sie voranlaufen, aber du musst halt wirklich auf der Hut sein. Lässt du sie spielen, musst du das Zentrum verteidigen. Also dann brauchen wir die Kompaktheit. Mitte zu ist das Thema dann. Also dann musst du wirklich schauen, dass du da sehr, sehr kompakt stehst. Und selbst dann wird es schwer, extrem schwer. Über die Ballfernseite habe ich gerade eben schon was gesagt. Also die verlagern blitzschnell unter Tedesco. Das wird auch interessant zu sehen sein, wie dann die Wingbacks das hinbekommen und auch ein Borna Sosa wird da einiges zu tun bekommen. Ja, und Spielaufbau über lange Bälle oder durchs Zentrum, habe ich mir noch notiert. Also die Halbverteidiger werden gut angelaufen und es gibt ein gutes Pressing von Leipzig. Aber was ich also jetzt zu sprechen kommen will, ist die Taktik, dass du über Ito und Mafropanos mit Diagonalbällen aufbaust, wird nicht so gut funktionieren, weil die werden immer gut attackiert. Das heißt, du musst durchs Zentrum aufbauen, wenn du was zustande bringen möchtest. Und das möchte ja Leipzig, weil da sind sie besonders stark. Du hast da einen Kevin Campbell, das ist einfach ein Pressing-Schwein und das meine ich positiv. Und hat es gerade geklopft? Ich weiß es nicht. Du referierst, ich gucke mal. Ich referiere. Also Sebastian schaut nach, ob jetzt das Fanprojekt hier überfallen wird. Ihr seid live dabei, das ist das Schöne. Hinten geht auch noch die Lampe aus, es läuft einfach. Also, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, Leipzig ist über die Körperlichkeit zu knacken. Also wenn du Leipzig wirklich was entgegensetzt, Härte, das kann denen schon wehtun.
Ich befürchte nur, dass der VfB Stuttgart aktuell nicht die richtige Mannschaft ist, um mit Körperlichkeit auf Leipzig zu reagieren. Aber es wäre natürlich zu wünschen, wenn man nach diesem sehr faden Spiel gegen Fürth jetzt eben über die Körperlichkeit kommen würde. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu den Players to Watch. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit Sebastian hier meine schönen Grafiken präpariert hat. Denn ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt hier auf YouTube senden und die Players to Watch durchgehen, können wir ja einzelne Spieler einblenden. Jetzt warte ich einfach mal, ob der Sebastian wiederkommt. Wenn nicht, mache ich mir, glaube ich, Sorgen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er bald wieder da sein wird und fange schon mal an, die einzelnen Spieler durchzugehen. Allen voran Dominik Szoboszlai. Für mich ein absoluter Top-Spieler in der Bundesliga. Ich gebe zu, auch einer meiner Lieblings-Bundesliga-Spieler. Er ist 21 Jahre alt, vielseitiger Offensivspieler. Also der kann OM spielen, rechtsaußen, linksaußen, Mittelstürmer theoretisch auch. Ist mit Sicherheit am besten aufgehoben hinter der Spitze oder hinter den Spitzen. Da macht er die stärksten Spiele. In der Hinrunde hat er 2 Vorlagen geliefert gegen den VfB Stuttgart, hat viele gute Abschlüsse gehabt und kommt jetzt insgesamt auf 4 Tore, 5 Vorlagen in 17 Spielen. Ist ein sehr guter Flankengeber, dementsprechend starker Standardschütze, spielt gute, scharfe Pässe, ist pressingresistent und, wie vorhin schon angesprochen, aufpassen vor seinen Distanzschüssen. Das haben wir schon gesehen gegen den VfB in der Hinserie. Da waren Szoboszlai Distanzschüsse immer besonders gefährlich. Sebastian, kannst du Dominik Szoboszlai einblenden oder nicht? Natürlich. Also ich hoffe es. Jetzt kommt das Highlight, weil da habe ich mir tatsächlich auch noch die Mühe gemacht, extra so kleine Karten anzufertigen für unsere Players to Watch. Und im besten Fall sehen die Leute auf YouTube jetzt Dominik Szoboszlai mit den Daten, die ich gerade eben schon ausgeführt habe. Ja, dann, Sebastian, kannst du gleich dein Können nochmal unter Beweis stellen und kannst uns mal Josko Gvardiol zeigen, den nächsten Spieler, der ist 19 Jahre alt, Innenverteidiger, wird am 23.01.20, also wir müssen uns beeilen, damit auch die Altersangaben noch stimmen, ist für mich wirklich die Überraschung der Hinrunde, vielleicht sogar der beste Transfer der Leipziger in diesem Jahr, der kam für 18 Millionen im Sommer von Dinamo Zagreb. Übrigens im Sommer 2020 waren die Bayern noch dran, haben dann den Transfer nicht finalisiert. Leipzig sagt Dankeschön und bekommt einen Top-Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann. Denn zu Beginn der Saison hat er noch als Linksverteidiger gespielt. Inzwischen ist er der zentrale Innenverteidiger in Leipzigs Innenverteidigung. Ein sehr spielstarker Aufbauspieler in der Innenverteidigung, spielt sehr gute Pässe, ist auch noch trippelstark, sehr robust, sehr gute Tacklings, strahlt auch Torgefahr aus, nicht nur bei Standards, sondern schaltet sich auch manchmal so mit in die Offensive. Kleine Schwachstelle ist noch, er neigt unter Druck zu Fehlern. Also hier könnte man sagen, Sascha oder Chris oder Förster, wer auch immer, die müssen ihn immer wieder anlaufen, immer wieder stressen. Das ist in Sachen Drucksituationen vielleicht das schwächste Glied in Leipzigs Innenverteidigung. Und Orban ist der Abgezockte, hat auch manchmal einen Bock drin. Ein Simakan macht auch schon einen deutlich abgezockteren Eindruck. Aber Gvardiol in manchen Situationen, hast du das Gefühl, dass er dann doch wieder 19 Jahre alt ist, obwohl er das nicht immer zeigt, muss man sagen. Nächster Spieler. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee. Ich hau hier einfach raus. Ja, komm. Jetzt natürlich Captain Obvious, Christopher Nkunku. Ja, der soll ganz gut sein, habe ich gehört. Der soll ganz gut sein. 24 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler mit extrem viel Zug zum Tor. Hat jetzt 16 Tore und 12 Vorlagen in 26 Pflichtspielen geliefert. Also 28 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen. In der Bundesliga 8-mal getroffen, 9 Vorlagen in 18 Spielen. Also es ist einfach ein herausragender Spieler und spielt mit Müller zusammen für meinen Geschmack die gefährlichsten Pässe der Bundesliga. Also was Schärfe angeht, Timing angeht, das ist einfach unfassbar, was der runterzockt. Und der macht Leipzig wirklich ein Level besser, wenn der auf dem Platz steht. Das ist wirklich unglaublich. Der ist kaum vom Ball zu trennen. Trippelstark, gute Distanzschüsse, gute Flanken, gute Standards. Also einfach ein Spieler, den du musst den einfach lieben, wenn du Fußball liebst. Das ist unglaublich. Also ich mag den wirklich sehr. Ja, allein schon seine Dribblings gegen Borussia Dortmund war es, glaube ich, ne, wo er sich dann durch den Strafraum dribbelt und nicht aufzuhalten ist. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Und ja, ich glaube, bester Scorer der Liga mit seinen 17 Punkten, die er da hat. Also das ist natürlich ein Brett, den zu verteidigen, weil der ja gefühlt auch alles kann. Gefühlt kann er alles. Und er trainiert übrigens mit solchen Play-Spots. Kennst du das? Diese Blaze-Spots? Blaze-Pots, sorry, nicht Spots. Die man, nee. Diese Lampen, die so ganz kurz jetzt aufleuchten. Du musst dann, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, ja, das macht er, um praktisch dann im Dribbling noch schneller auf sich ihm entgegenstreckende Beine reagieren zu können. Und es klappt ja offensichtlich, ja. Sieht ganz gut aus.
Das war eigentlich alles, was ich zu Leipzig vortragen kann, Sebastian. Okay, dann gucke ich, dass man uns jetzt vielleicht wieder sieht. Ja, das ist so schön. Der Sebastian sitzt hier da, sonst langweilt er sich zu Hause immer, weil ich die ganze Zeit die Monologe halte und jetzt klickt er hier rum und ich überfordere ihn dann fast schon mit irgendwelchen Anweisungen, möchte ich fast schon sagen. Das ist mir fast schon unangenehm. Nee, das nicht, das nicht. Ich bin ja froh, wenn da Bild und Ton rauskommen aus dem Kästchen. Wer hat draußen geklopft? Weiß ich nicht, da war niemand. Aber falls ihr in Stuttgart Mitte wohnen solltet, morgen ist gelber Sack. Okay, die Info kommt für die Podcast-Hörer zu spät. Alle anderen jetzt schnell raus. Oder wartet noch auf den Startelf-Tipp, denn der kommt jetzt, Sebastian. Ich muss erst mal sagen, heute ist Dienstag und mir ist aufgefallen, der VfB hat etwas gemacht, was man sehr selten sieht unten an der Mercedesstraße. Es wurde zweimal trainiert. Ja, erst ohne und dann mit Ball, ne? Genau, es gab Sprint- und Kraftübungen heute Vormittag und nachmittags dann Spielformen. Da macht man sich natürlich gleich wieder Sorgen, dass diese ja, zart beseitenden Typen dann wahrscheinlich morgen alle Muskelkater haben, wenn sie zweimal trainieren müssen oder so. Das ist gemein. Ja, ist, ja, aber das, ich kann sagen, Materazzo zieht die Zügel an. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also es ist vielleicht gemein, aber ich finde, so wie die spielen, ist auch gemein. Also wir nehmen uns da beide nichts. Schauen wir mal kurz aufs Lazarett. Wer fehlt, wer kommt zurück? Mosanko, wir erwähnen ihn einfach nur deshalb, weil wir ihn so mögen. Aber klar, der ist nicht mit dabei. Auf Instagram kann man seine Fortschritte so ein bisschen sehen. Also noch im Kraftraum, aber es gibt Fortschritte. Das hört sich gut an. Dann Omar Mamouche beim Afrika Cup. Natürlich steht nicht zur Verfügung. Weit Fage, da müssen wir mal abwarten. Der soll wohl morgen aus der häuslichen Isolation rauskommen. Ich glaube nicht, dass er dann Kandidat ist für die Startelf, schon gar nicht. Ja. Selbst für den Kader dürfte es eng werden. Bei Silas Katompa und Wumpa müssen wir mal warten. Der hat seine häusliche Isolation schon beenden dürfen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, fehlte der zwar beim Mannschaftstraining, hat aber Indoor irgendwas gemacht. Ah, okay. Fahrrad gefahren oder weiß ich nicht, eine Latte getrunken oder so. Und gleiches gilt für Naui Ahamada. Auch der ist inzwischen wieder aus der häuslichen Isolation raus. Bei Konstantinos Mavropanos haben wir es ja schon mitbekommen. Der hat letzte Woche schon mittrainiert. Da hat es einfach nicht gereicht. Der wird gerade aufgebaut. Mateo Klimowicz ist inzwischen auch wieder in Deutschland. Wird auch aufgebaut. Hat heute eine Laufeinheit absolviert. Genauso wie Mavropanos. Genauso wie Atakan Karasor, der ja aufgrund von Mittelfußproblemen ausgefallen ist gegen Fürth. Auch er konnte heute schon ein bisschen laufen. Erik Tommy befindet sich weiterhin im Aufbautraining nach Beckenschiefstand. Und dann Didavi, Sebastian. Der, das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, hatte ja Kontakt zu einem Corona-Fall. Der war am Dienstag wieder mit dabei. Und wie gesagt, es wird selten über einzelne Spieler gesprochen, außer sie machen was richtig Tolles, so wie Daniel Didavi, der jetzt von Sam Missentat für sein vorbildliches Verhalten geadelt wurde. Missentat sagte, Dida hat sich maximal vorbildlich verhalten und Bescheid gesagt, dass er Kontakt hatte zu einem positiv Infizierten. Sebastian. Vielleicht mal ganz kurz, damit ich Luft holen kann. Wie schätzt du das denn ein, dass Daniel Didavi hier extra nochmal gebauchpinselt wird vom Sportdirektor? Ja, ich hätte auch gern so jemanden wie Sir Missintat, der mich für völlig selbstverständliche und alltägliche Dinge lobt, der mich dann vielleicht morgens lobt, dass ich pünktlich im Büro erscheine und noch zwei gleiche Schuhe anhabe. Also ich finde, was Daniel Didavi gemacht hat, ist ja, er hat sich nicht grob fahrlässig verhalten, denn er ist ja offensichtlich nicht geimpft, hatte Kontakt zu einem Corona-Positiven und hat sich dann aus freien Stücken entschieden, nicht mitzufahren. Und ich würde sagen, ja, das ist dann immerhin nicht grob fahrlässig, aber maximal vorbildlich ist dann für mich doch nochmal eine andere Nummer. Ja, das Wording fand ich auch interessant, weil maximal vorbildlich wäre dann halt einfach doppelt geimpft oder bestenfalls geboostert. Da können wir, glaube ich, bei Daniel Didavi lange drauf warten. Deswegen drauf geschissen, wie der Schwabe so schön sagt. Lass uns über die Aufstellung sprechen. Also, wir machen es jetzt rucki zucki. Müller im Tor ist klar. Mavropanos, kann er wieder spielen? Ich sage ja. Und wir brauchen sein Tempo und seine Aggressivität. Genau, das ist auch mein Punkt. Wenn Stenzel wieder spielen kann, dann gucke ich das Spiel gar nicht erst an. Das ist auch wieder gemein gewesen. Ja, absolut. Mavropanos, Anton Ito. Oder glaubst du, das kämpft? Glaube ich nicht. Er wird irgendwie. Es würde zu Materazzo passen. Ja, schon. Weil Materazzo ist schon so ein Typ, der dann, wenn er mal so einem Spieler eine mitgegeben hat, die Woche drauf dann sagt, komm, ich mach's wieder gut. Ja, das schwarze Loch in Cannstatt, ne, in dem auch schon Massimo letzte Saison abgetaucht war. Also es könnte sein, aber ich glaube nicht dran, dass er Ito auf die Bank setzt. Insofern, nee, ich gehe mit, also Mavropanos, Anton, Ito. Dann ist ja die Frage, was ist mit Karasor? Ist er für dich eine Option? Ich glaube, er hat heute auch noch nicht wieder voll trainiert. Also irgendwie scheint es ja auch wieder ein bisschen was Komplizierteres zu sein. Ich glaube, nein. Ich sag, die Besten sollten spielen. So. Also Mentalität ist das eine, finde ich wichtig. Ja. Bringt er auch mit. Aber was Tempo angeht und ja, was dann, was
ich sag mal, Entscheidungsfindung in Stresssituationen angeht, hat mich Karasor in den Spielen vor der Weihnachtspause nicht überzeugen können. Ja, das war teilweise recht abenteuerlich. Ja, der kann dir einen schönen Pass spielen. Ballverluste und in kritischen Positionen, ja. Aber er braucht dafür auch Zeit. Ja. Ja, und gegen Leipzig wird es, ja. Vergiss es. Also dann lieber mit Endo und Mangala. Und dann sind wir schon beim nächsten Problem. Was machen wir in der Offensive? Förster war ein Totalausfall. Führig, das ging so. Also das war nicht so schlimm wie bei Förster, aber gut war es auch nicht. Würdest du da einen Wechsel vornehmen? Also ich würde mich tatsächlich über Beyers in der Startelf freuen. Ja, Beyers wäre für mich auch ein Kandidat, weil ich fand, er hat es wirklich gut gemacht. Er hat natürlich nicht lange gespielt, aber warum nicht? Also er wurde ja jetzt auch zuletzt von Matarazzo explizit gelobt, dass er wieder da sei, dass er wieder das zeigt, was er auch in der Vorbereitungszeit zeigen konnte. Und ganz ehrlich, mit Beyers gegen Fürth sah das komplett anders aus. Also du hast einfach eine Option gehabt auf dem Platz. Ein Spieler, der überhaupt mal Gefahr ausstrahlte. Nicht nur aufgrund seines knapp vorbeigeschossenen Balls da in der 89. oder wann es war. Genau, aber du hast ja gesagt, von der Mannschaft kam nichts, da kam kein Funke. Und in der Situation hat man mal gesehen, also du hast einen Mittelfeldspieler im Strafraum, der dreht sich wunderbar, schließt auch relativ gut ab. Da ist mal irgendwas passiert und hat sich geärgert, dass der Ball nicht drin war. Auf dem Feld haben sie sich natürlich geärgert. Aber er hat es mal geschafft, so einen Moment auszulösen, der dich irgendwie mitnimmt. Und da hoffe ich mir mehr von ihm. Und wir wissen ja auch, wenn er auf der Bank sitzt, dann kommt er erst 10 Minuten vor Schluss. Insofern bin ich für Startelf-Einsatz, dass wir ihn noch mal sehen können. Ich meine, die Leute muss man ja auch mal irgendwann bringen, die vielen Mittelfeldspieler, die man hat. Ja, ich meine, viel schlechter als das, was gegen Fürth von den beiden Achtern geboten wurde, kann es ja fast nicht mehr werden. Ich habe nur ein Problem. Du hast natürlich mit Förster einen super Pressing-Spieler, den du brauchen könntest gegen eine Mannschaft wie Leipzig. Und das ist halt noch so für mich das Thema. Ich überlege jetzt linke Seite Sosa ist klar, das können wir ganz schnell machen. Genau. Ich überlege halt jetzt, ob du dann auf rechts mit Führig spielst. Das hat er gegen Augsburg super gemacht. Er wurde auch auf rechts eingesetzt gegen Fürth so in den letzten Minuten. Da gab es jetzt keine große Veränderung, muss man sagen, aber es ist eine Option. Und ob du dann halt mit Beyers und Förster im Zentrum spielst. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Und dann, also Koulibaly ist für dich kein Kandidat? Nee. Dann würde man es so ansetzen, dass man Führig auf rechts stellt und Förster einfach aufgrund dessen, dass er eigentlich ein guter Pressing-Spieler sein sollte, auf die rechte 8, muss man sozusagen. Ja, genau. Dann notiere ich mir das hier mal. Und vorne im Sturm ist relativ klar Sascha Kalajdzic. Genau. Das wäre unsere Aufstellung. Ich gehe es nochmal ganz kurz durch, weil ich noch 11 Leute sind, ja. Ja, so schnell jetzt drüber gegangen bin. Müller, Mafropanos, Anton Ito. Das ist unsere Defensive. Endo und Mangala die Doppel-6. Beyers und Förster die Doppel-8. Sosa und Führig als Wingbacks und vorne dann Sascha Kalajdzic. Ja, finde ich gut, weil wie gesagt, mir hat auch das Zusammenspiel Sosa, Führig auf links nicht so gut gefallen. Wenn die sich halt dann das Spielfeld aufteilen, können sie sich nicht so auf den Füßen stehen. Insofern, ich finde, das klingt vielversprechend. Also du rechnest mit einem Sieg? Immer im Punkt. Endlich mal ein Tor gegen Leipzig. Ich meine, das ist auch schon länger her, dass der VfB mal eins erzielt hat. Also da wäre ich fast schon zufrieden. Aber erstmal eine gute Leistung bringen und nicht so Schlafwagenfußball, nicht so angsthasenmäßig wie gegen Fürth, einfach mal ein bisschen mutiger. Aber klar, es kann dir genauso gehen wie gegen Mainz, dass du dann auch 4 Stück bekommst. Und Tedesco, 4 Spiele ist er da. 2-mal hat Leipzig 4 Tore geschossen, 2-mal 4-1. Also scheint so ein bisschen das Standardergebnis zu sein. Da muss man natürlich auch ein bisschen Sorge haben. Aber wir haben gesagt, also viel zu verlieren hat der VfB in dem Spiel nicht.